Doch nicht nur zu Heinz Lemke sind viele Fragen offen. Viele Rätsel und Merkwürdigkeiten bleiben nach der Einstellung der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat im November 1982. Zeugen, die plötzlich verstarben. Zeugenaussagen, die im Abschlussbericht nicht mehr auftauchen. Und wichtige Zeugen, die von der Polizei erst gar nicht befragt wurden. Darunter auch ein Mann, der sich später in einer Plattenbausiedlung im hessischen Rottgau selbst tötete. Stefan Wagner, aktenkundiger Neonazi und Unterführer von Karl-Heinz Hoffmann, hat sich nach einem Amoklauf selbst gerichtet. Schwer bewaffnet nimmt er in stilisierter SS-Uniform Geiseln, verfolgt von Polizeischarfschützen, schreit, er sei beim Oktoberfest-Attentat dabei gewesen, aber lebend werde man ihn nicht kriegen. Wagner hatte enge Kontakte zur rechtsterroristischen Szene, kannte Gundolf Köhler und Heinz Lemke von diversen Wehrsportübungen. Bemerkenswert, die Sonderkommission Theresienwiese hatte zum Münchner Bombenanschlag rund 1800 Personen vernommen, 90 aus dem direkten Umfeld von Gundolf Köhler. Über 1500 Beweismittel wurden gesichert, Expertengutachten erstellt. Stefan Wagner jedoch, so die offizielle Version, sei aus taktischen Gründen nicht befragt worden. Offene Fragen auch beim einzig entscheidenden Augenzeugen Frank Lauterjung. Er hat Gundolf Köhler und zwei Begleiter kurz vor dem Attentat beobachtet. 6 Wochen nach dem Bombenanschlag wird er erneut vorgeladen und revidiert plötzlich seine erste Aussage. Das Motiv dieser Vorladung war, Frank Lauterjung bestimmte Beobachtungen, die er gemacht hat, mit außerordentlich suggestiven Fragestellungen auszureden. Könnte es nicht sein, dass Köhler und diese jungen Männer überhaupt nichts miteinander zu tun hatten? Könnte es nicht sein, dass dieser Koffer, den Köhler bei sich trug, ein Werkzeugkoffer aus dem Auto gewesen ist, der völlig anders aussah? Es ist durch diese suggestive Befragung Lauterjung im Grunde genommen abgerungen worden, dass diese jungen Männer mit Köhler nichts zu tun hatten. Im Sommer 1982 stirbt Frank Lauterjung überraschend mit 36 Jahren. Damit gibt es den wichtigsten Augenzeugen des Bombenattentats nicht mehr. Ein weiteres Beispiel. Es gab eine Zeugin, die sehr kurz nach dem Anschlag an dem Attentatsort vorbeikam und beobachtet eine merkwürdige Szene, dass eben zwei Männer da stehen und der eine sich mehr oder minder selbst bezichtigt. Helft's mir, ich kann nichts dafür, das habe ich nicht gewollt. Man muss doch unbedingt so einer Aussage nachgehen. Es hat so viele nicht ausgeschöpfte Ermittlungsansätze gegeben. So auch bei dem Fotografen Oswald Baumeister. Am Tag des Attentats probiert er seine neue Kamera auf dem Oktoberfest aus. Nicht weit entfernt von ihm explodiert die Bombe. Danach schießt er die ersten Fotos vom Schauplatz. Einige davon werden veröffentlicht. Ob sie Hinweise auf weitere Tatbeteiligte hätten geben können? Die Polizei hat sich nie dafür interessiert. Also ich habe ganz professionell mehr oder weniger reagiert, also das Denken eigentlich ausgeschaltet und habe einfach gesagt, halbtotale Detail war mir klar, kann ich nicht machen. Ich wollte auch nicht so nah hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war schon auch dieser komische Moment, was heißt komisch, wo man sich sagt, Mensch, du stehst hier rum und fotografierst, du solltest eigentlich lieber helfen. Und es war aber bei jedem schon jemand. Und als ich zurückkam, habe ich doch irgendwie erwartet, dass an meinem Anrufbeantworter oder bei der Abendzeitung irgendwie von staatlicher Seite her vielleicht mal einer sagt, hey, Sie waren der erste Fotograf am Ort, können wir vielleicht mal den ganzen Film sehen? Weil ich war ja praktisch vor der Polizei da. Und ich hätte es irgendwie normal gefunden, dass die halt sagen, ja, vielleicht ist da irgendwas noch drauf, irgendein Foto, was so unspektakulär ist, dass wir es gar nicht entwickelt haben, aber also weiß nicht, ich habe das nicht verstanden, warum die sich gar nicht melden.
Jerzy Montag sitzt für die Grünen im Bundestag. Mit anderen zusammen hat er im Herbst 2009 in einer kleinen Anfrage einen umfassenden Fragekatalog zu Gladio ins Parlament eingebracht. Neue Erkenntnisse? Keine. Es ist naheliegend und durch Fakten belegt, dass diese rechtsextremistische, gewaltbereite und gewalttätige Szene vom Verfassungsschutz, von Nachrichtendiensten durchsetzt war, mit V-Leuten durchsetzt war. Und deswegen ist es für die Politik wichtig zu erfahren, in welchem Zusammenhang diese Information und die Führung dieser Leute durch deutsche Sicherheitskräfte und das Attentat selbst in Verbindung steht. Obwohl der mögliche Gladio-Agent Lembke Kontakte zur Wehrsportgruppe Hoffmann hatte, wird diese Spur nicht näher untersucht. Es bleibt bis heute unklar, woher der Sprengstoff für das Münchner Attentat kam. Diese Zusammenhänge heute mit moderner Kriminaltechnik aufzuklären, ist nicht mehr möglich. Auf unsere schriftliche Nachfrage räumt die Generalbundesanwaltschaft ein, dass 1997-98 alle Sachmittelbeweise des Oktoberfestanschlags vernichtet worden sind. Ein behördlicher Routinevorgang, heißt es lapidar. Gab es einen Zusammenhang von Gladio-Strukturen mit dem Oktoberfestattentat? Sollte er vertuscht werden? Die für Geheimdienste zuständige Regierungsstelle und damit auch die Regierungschefs aller Parteien von 1953 bis 90 hatten Kenntnis von dieser Geheimstruktur, nicht aber das Parlament. Es ist eine langjährige Geschichte der Vertuschung und der Verheimlichung statt der Öffnung und Erklärung. Es gab einige parlamentarische Anfragen. Es gab parlamentarische Aktivitäten, auch von uns Grünen im deutschen Parlament, im europäischen Parlament. Aber es gab nie das Bedürfnis oder das Interesse der Regierungen oder der Sicherheitskräfte, mit dieser Vergangenheit reinen Tisch zu machen. Ich erkenne heute überhaupt keine Notwendigkeit mehr, an einer Geheimhaltung festzuhalten. Transparenz und Öffentlichkeit haben Vorrang bei der geschichtlichen Aufarbeitung dieses Teils der westdeutschen Nachkriegsgeschichte gegenüber fortwährender Heimlichtuerei. Das alles widerspricht dem schönen Bild von der kleinen, sauberen Bundesrepublik Deutschland und widerspricht natürlich auch dem Bild der Republik unter der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer, der ja heute noch nicht nur über den Namen Konrad-Adenauer-Stiftung eine ideologische Leitfigur für die CDU ist. Das Gleiche gilt dann analog für die Aktivitäten von Franz Josef Strauß, der für die Christsozialen eine entsprechende Leitfigur auch heute noch darstellt. Geheimdienste, Rechtsextremisten, V-Leute. Gladio-Strukturen gab es auch in Deutschland. Sind sie den Behörden aus dem Ruder gelaufen? Haben Rechtsextremisten diese Strukturen benutzt, um ihre politischen Ziele zu verfolgen? Fest steht, das Parlament war ahnungslos. Und wie in Italien kann wohl nur eine Öffnung der Archive Antworten bringen. Bis heute wird das verweigert. Offensichtlich sind die Regierungen daran nicht interessiert. Es gibt viele Hinweise, die gegen die offizielle Alleintäterversion beim Oktoberfestattentat sprechen. Vieles weist auf eine Gruppentat hin und macht ein politisches Motiv mit einem rechtsterroristischen Hintergrund wahrscheinlich. Eine Verwicklung der paramilitärischen NATO-Einheit Gladio nicht ausgeschlossen. Doch die Opfer warten seit fast 30 Jahren darauf, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Und sie warten noch immer. Die ganze Tat ist natürlich immer noch eine offene Wunde für sie. Sind die Kinder umgekommen, haben selber schwere Verletzungen gehabt. Und wenn sie überhaupt jemals wieder Frieden finden, was diesen Komplex angeht, dann nur dann, wenn rauskommt, was wirklich gewesen ist. Dass also wirklich rechtsradikale Hintermänner waren und Gundolf Köhler keineswegs ein verehrter Einzeltäter, der aus privaten, individualistischen Motiven gehandelt hat. Die Opfer des Oktoberfestattentats werden mit ihren Erinnerungen weiterleben müssen.
Ich weiß nur, dass dann der Herr Strauß mit seiner Familie zu mir ans Krankenbett kam oder da in die Intensivstation. Und von oben herab, muss ich schon mal sagen, sagte, als seine Frau sagte, schau mal, Franz, oder wie sie ihn genannt hat, schau mal, das ist doch ein Elend, worauf er sich so halb wegdrehte und sagte, das habe ich doch alles im Krieg erlebt. Na klar, wir sind ja auch in Bayern. Und das war schon, also bei aller Tragödie fand ich das also schon so typisch. Aber natürlich besteht dieses Interesse um Aufklärung. Ich glaube, man wünscht immer Aufklärung, egal wie ernüchternd vielleicht die Wahrheit im Nachhinein sein möge. Ich wollte eine Gerechtigkeit haben, vor allen Dingen, weil ich diese Einzeltäterthese für absolut unhaltbar halte. Und ich auf alle Fälle wollte, dass die wahren Schuldigen wenigstens zur Verantwortung gezogen würden. Ignaz Platzer hat wohl das schwerste Schicksal des Bombenanschlags auf das Oktoberfest 1980 zu verkraften. Von der ehemals fünfköpfigen Familie lebt nur noch ein Sohn. Ans Grab seiner Kinder geht er seit Jahren allein. Wenn ich dann nachdenke über das Ganze, was ich dort sehe, mach mich einig. Mach mich untraurig und auch einsam, dann bin ich damit. Warum bin ich da? Warum? Ich hab vier Kinder gehabt, alle vier Dinge dort. Mehr kann doch ein Mensch gar nicht verlieren. Das ist ein eigenes Leben. Die mussten sterben, dass ich weiterlebe wahrscheinlich. Ich fühle mich so danach. Nächste Woche die Kongo-Konferenz von 1885. Europäer bei der Aufteilung von Afrika. Und gleich Frauenleben im Iran. Der Kreis, ein Teufelskreis. Im Spielfilm des im Iran inhaftierten Jafar Panahi.